Kronberg im Taunus. Ein kleiner historischer Ort, kaum 20 Kilometer von der Metropole Frankfurt am Main entfernt, zieht Musiker und Musikliebhaber aus der ganzen Welt magisch an. Denn hier ereignen sich Dinge, die die Musikwelt bewegen. Kronberg ist zu einem Sehnsuchtsort geworden, vor allem für junge Geiger, Bratschisten und Cellisten. Hier begegnen sie ihren Vorbildern, den großen Musikern unserer Zeit, lernen von ihnen und treten gemeinsam mit ihnen auf. Hier geben die Großen ihr Wissen und ihre Werte an die nächste Generation weiter. Dahinter steht die Kronberg Academy, eine gemeinnützige Stiftung, eine kleine Institution, aber mit enormer internationaler Wirkung und einer fast 30-jährigen Tradition. Am Anfang stand der faszinierende Gedanke von Pablo Casals, dass Kunst und Menschlichkeit untrennbar sind. Und aus diesem Ansatz heraus habe ich gemeinsam mit Mstislav Rostropowitsch und Marta Casals-Istomin 1993 die Kronberg Academy gegründet. Und seitdem hat sich eine Künstlergemeinschaft herausgebildet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Kunstform klassische Musik auch für nachfolgende Generationen auf höchstem Niveau lebendig zu erhalten. To feel like a conductor making the preparation, right? Okay. Heute gilt die Kronberg Academy als die internationale Ausbildungsstätte für junge Streicher. In unseren Studiengängen ermöglichen wir es diesen jungen Solisten, die oft schon ein reges Konzertleben verfolgen, einen akademischen Abschluss zu erwerben. Bachelor und Master. Ich dachte nur, wow, das ist eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall machen möchte. Denn ich will zwar nicht unbedingt immer etwas Neues lernen, aber ich möchte zumindest erfahren, welche anderen Herangehensweisen an die Musik es sonst noch gibt. Dann habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich etwas davon für mich annehme. Dafür ist Kronberg der perfekte Ort. Die Liste großer Solisten, deren künstlerische Entwicklung von der Kronberg Academy beeinflusst wurde, ist inzwischen lang. Als Alumni sind sie der Kronberg Academy heute eng verbunden. You had the feeling that you were included in. Du hattest das Gefühl, in etwas Großes eingebunden zu sein, in ein ganz besonderes Programm. Und ich wollte unbedingt in dieser Gemeinschaft wachsen. Ich denke, jedes aufstrebende junge Talent sollte unbedingt einen Weg finden, nach Kronberg zu kommen. Really search for a way to come to Kronberg. Die meisten meiner Musikerkontakte, mit denen ich heute auch noch spiele, sind eigentlich durch Kronberg entstanden. Und jetzt bin ich wieder hier. Das fühlt sich wie nach Hause kommen an. Für mich war es wirklich ein Anfang, die Tür in eine neue Welt, in die Welt, von der ich immer geträumt hatte. Es war die Chance, tatsächlich in die professionelle Welt der großen Künstler einzutreten. In Kronberg schließen die Künstler eine Art Generationenvertrag. Was sie von ihren Vorbildern lernen, geben sie weiter. Bereits die zweite Generation führender Künstler vermittelt inzwischen ihr Wissen und ihre Werte an die nächste Generation. Was in Kronberg gelehrt und gelernt wird, wird von Anfang an auch auf der Bühne ausgelebt. Inspiration ist der Schlüssel. Für die Musiker und genauso für alle anderen Menschen.
Jeder kann die musikalischen Initialzündungen, die hier stattfinden, miterleben. Unterrichte selbst schon seit einigen Jahren. Und jetzt habe ich die Chance, meine Erfahrungen an die nächste Generation weiterzugeben. In Kronberg ist man an der Quelle. Man ist hier der Musik hautnah, die Musik reißt nicht durch, sondern sie entsteht hier. Und das ermöglicht dem Publikum, nicht nur zu den Künstlern, zu der Musik, wirklich ein essentielles, ein hautnahes Erlebnis. Letztlich damit aber auch Talente kennenzulernen, die morgen vielleicht dann jeder kennt. Einfach alle waren da. Alle Cellisten, die ich liebte und bewunderte. Hier bin ich ihnen zum ersten Mal begegnet und ich dachte, wenn es irgendeine Möglichkeit für mich gibt, hier dabei zu sein, dann versuche ich das. Ermöglicht wird dies alles seit Anbeginn vor allem durch bürgerschaftliches Engagement, durch private Mäzene und Förderer. Alle, also auch die Weltstars, die man hier trifft, sind unglaublich freundlich, offen und man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass es hier eine besonders elitäre Veranstaltung wäre. Es ist eine Allianz aus Künstlern und Förderern, musikliebenden Menschen, die die Kronberg Academy so erfolgreich macht. Und ich glaube, dass wir von der Musik dort sehr wertvolle Impulse erhalten. Impulse, die unsere Gesellschaft vielleicht verändern können oder zumindest einen Beitrag dazu leisten, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Für all das finden sich hier ideale Bedingungen und bald auch die besten akustischen Gegebenheiten. Das Casals-Forum wird das neue Zuhause der Kronberg Academy. Entworfen von dem Architekten Volker Stab. Transparent, jedem zugänglich, mit hervorragender Akustik und zu einem großen Teil ermöglicht durch privates Engagement, wird es zum Ort, an dem Musik lebt. Für die Zukunft. Für uns alle.